Heute wird ein aktiver Tag. Kein Sightseeing, sondern wir fahren zu IKEA. Ich habe mir nämlich eine Idee überlegt, wie ich hier im Wohnmobil etwas ändern will und etwas zusammenbasteln will. Nikolas ist nicht so begeistert, oder? Nee, nicht wirklich, aber gut. Schauen wir mal, wie es sein wird. Hast keine Wahl, oder? Eben, ja. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es sein wird. Also, wir fahren zu IKEA, dann fahren wir zu einem Schreiner und dann werden wir einchecken in eine Wohnung, die wir uns hier in Thessaloniki gemietet haben für ein paar Tage und dann wird gewaschen. Ja, wir freuen uns auf die Waschmaschine schon seit ein paar Tagen, denn es ist wirklich notwendig. Und wir nehmen euch mit. Ganz alleine in IKEA, aber keine Ahnung, wo wir sein müssen. Wie ihr wisst, IKEA sind immer riesig groß. Und ja, das ist hier nicht anders. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo genau der Click and Collect ist. Genau, in Griechenland ist jetzt in Thessaloniki, kann man nicht einfach rein, sondern man muss es vorher bestellen und dann eben abholen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt. Hm? Genau, das ist, was wir jetzt probieren. Und wir warten schon seit 2 Tagen auf unseren Termin. Also dürfen wir das jetzt nicht verpassen. Ich muss sagen, so einfach ist es wirklich nicht zu finden. Alles ist zu. Da steht ein Zettel, wo es drauf steht, wo man es abholen soll. Das ist zwar nur auf Griechisch, aber Nikolas hat da gerade jemanden getroffen und es scheint, we are getting there. Und Nick, hast du es gefunden? Noch nicht, aber es soll beim Exit sein, bei der Ladezone. Deswegen fahren wir da jetzt mal hin, wenn man da so eben, da habe ich nichts gesehen. Aber vielleicht muss man irgendwo auf einen magischen Knopf drücken und dann kommen alle Waren zum Vorschein. Alles, was ich bestellt habe, oder? Genau, ja. Hast du schon Angst? Ach, schau, da ist ein Mann. Ah. Aha, wir haben jemanden gefunden. Halleluja! Ja. Oh Mann, Eieiei. Seit heute sind neue Regeln in Griechenland, ein verschärfter Lockdown und alles hat so. Alle Bestellungen wurden storniert, also man hat es bezahlt, nee, aber sie wurden verschoben, um es in 2 Wochen abzuholen. Genau. Und in 2 Wochen, ratet mal, wo wir sind. Nicht mehr hier auf jeden Fall. Nicht mehr in Griechenland. Ja. Ach ja, und jetzt schauen wir mal, was eventuell machbar ist. Griechenland manchmal geht etwas neben den Regeln, oder? Schauen wir mal. Und, was ist gerade passiert? Ja, ich bin so froh, dass sie uns die Ware gegeben haben. Ja. Und wir haben auch ein paar Schokos gekauft und das rübergebracht, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Sag mal die Wahrheit. So, nächster Schritt. Let's go. Ja. Nächster Schritt, wir sind in der Wohnung angekommen. Oder genau. Bei der Wohnung. Ja. Jetzt müssen wir noch reingehen. Dann müssen wir alles von der Garage rausholen. Fahren wir zum Schreiner. Zum Schreiner. Gut, dass wir Griechenland schon kennen. Was sagt der Gesang? Oh, der Schlüssel ist auf einer anderen Adresse. Was? The key will be in Postbox in Evgenio Krikunu. Was, hast du nichts gelesen oder was? Nein, nicht ich meine, das ist doch. Na gut, wo ist Evgenio Krikunu? Ja, fantastisch. Ah, warte, das ist ein Mann. Na schau mal, so weit war das doch gar nicht. Ach so, da ist etwas mit dem Schloss. Genau, da ist das schon. Ah, nicht sagen! Sesam öffnet sich. Das war dann gar nicht so weit. Ne, es war um die Ecke quasi. Genau. Das funktioniert schon mal.
probiert das auch zu machen. Hoppa! Ja, das ist echt. Ihr seid hier auch schon von den Detektiven. Worauf du dich nicht alles einlässt, oder? Einlassen oder einlassen muss, ist die Frage, oder? Ja, das ist die große Frage. So, zeig mal. Schaut's aus. So schaut's aus. Sehr gemütlich, oder? Genau. Sophie, findest du es schön? Unser Projekt Wohnmobilausbau hat begonnen. Ich zeige euch mal, wie gemütlich es hier ist. Schläfst du da, oder? Ja, das wir sind gerade alles am Putzen, am Waschen. Also momentan schaut es ja sehr gemütlich hier aus. Wir sind im Flughafen von Thessaloniki heute. Wir fliegen nach Hause. Oder Sophia? Ja. Der Flug ist doch noch ziemlich voll, wie ihr seht. Viele Leute, ich bin ziemlich überrascht. Nach Hause? Ja. Zurück zum Camper? Ja. Wohin? Griechenland. Angekommen. Wieder in Griechenland. Hallo Sorisa. Hey. Herzlich willkommen. Tada, Bibi. Wen wartet ihr? Nicht schauen. Ich bin so froh, wieder bei dir zu sein. Ja. Sophie, mein Bett, Mama. Gefällt's dir? Vielen Dank. Ja. Schön, vielleicht schön. Ein Vorhang? Ja, ein Vorhang, aber Ikea hat dazu. Mit Einhörnern.